Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Marsch. Wir werden jetzt weiterhin Ballen sammeln. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Folge Nummer 7 ist Sonntag, Tag 7. Die Folgen laufen ja Montag bis Sonntag und heute ist die 7. Folge, also Sonntag. Bei Kettle kommt es ein bisschen anders. Da komme ich also durcheinander. Aber ich muss es so machen, damit ich nicht alles auf einen Tag produzieren muss. Ne? Ist das kein Müssen, aber ich möchte doch jeden Tag eine Folge zur Verfügung stellen. Das ist mein Ziel. Dann weiß jeder, der gucken möchte, aha, jeden Tag zur festen Zeit kommt was. Weitere Projekte habe ich erstmal nicht in Planung. Bin immer für Vorschläge offen. Es muss nur im zeitlichen Rahmen sein, ne? Und halbwegs meinen Geschmack treffen, dass es das ist, was mir kein Spaß machen würde oder was ich überhaupt nicht kann, ne? Das ist klar, das würde ich dann ablehnen, nicht, aber ich würde es dann sagen, dass ich das nicht machen werde, ne? Aber es gibt ja so viele Computerspiele. Aber vor Weihnachten und so, das ist eher unwahrscheinlich, dass ich da was anfange. Aber nach Weihnachten könnte man sicherlich drüber nachdenken. Ich werde mir müde, sowieso normal. Ja gut, halb vier aufgestanden, jetzt ist es schon wieder so, halb acht, ne? Schon viel Zeit vergangen, ne? Und ich krieg Kohldampf. Mit der ist eine Weile her und so gab es kurz beim Kuchen. Hat auch gereicht. War da nicht so hungrig. Aber jetzt nachher um die Zeit bin ich schon ein bisschen Kohldampf. Wieso blockiert er überall? Muss ich mal schauen. Ballen pressen, der eine ist fertig. Ist kein Thema. Den können wir dann schon mal auf Feld Nummer 36 schicken. So. Denn den muss ich aus dem Verkehr ziehen, sonst blockiert der andere, ne? Ist ja nicht gut. Ballenpresse geht, Tank ist auch voll. Naja, das Feld reicht noch, ne? So, Hof nicht. Feld Nummer 36. So, und die anderen bestimmt wieder unsere Spezialisten. Genau. Festgesetzt hier. Hat er überhaupt Vorgewende gemacht? Doch schon, ne? Aber gut, das reicht gerade so aus. Da. Was ist auch nichts drin? Wieso sagt Lo, was ist los hier? Mal gucken hier. Beladen ist klar. Gehen wir hier rein.
Was muss er sagen? fünf, da muss er ein bisschen Geduld, das sind noch knappe 50. So, ich dachte, wenn ich heute sage, heute ist Sonntag, ne? 5 Minuten. Aktuell muss ich dir ein bisschen auf Geduld verweisen. Ich möchte noch die 10 Minuten mindestens noch voll machen, ne? Warten, wenn sie nur leer ist, ne? Ja. Ich weiß nicht genau, das ist Fahrers Anladepunkt. Müsste ich alle mitfahren normalerweise, weil der ist ja leer. So, der ist fleißig bei, der fährt hin. Der braucht noch ein bisschen, ne? Ja. Und ich muss ein bisschen Ballen sammeln. Paar garantiert. Und der Wetterlage, was er für ein Zeug das für, ey, der für ein Zeug. Muss ich mal. Er hat noch auf einer Rechte die Nachricht gelesen. Kann ich mir trotzdem mal angucken. Wegen Nebel. Schlechte Internetverbindung? Verstehe ich nicht. Haben sie Funk? Das hat mit Nebel nichts zu tun. Das muss ich mir mal irgendwann mal erklären bei Gelegenheit. wenn er nicht kann, kann er nicht. Ne? Ist er so, ne? Ist kein Problem. Also ich habe gerade eine Nachricht gelesen. In einer Woche kannst du ja mal reinschauen. Ja, Nebel sagt mir jetzt nichts. Früher war mal gewesen, hier Fernsehempfang bei Nebel und so. Westfernsehen besonders gut, manchmal, aufgrund des Hochdrucks. Aber aktuell mit Nebel kann ich nichts anfangen. Aber das klären wir nachher, irgendwann nachher bei Gelegenheit. Wenn ich jetzt nachher Zeit habe. Diese Ballen werde ich jetzt hier im Hof wieder abstellen. Und zwar da, wo ich die ersten geholt habe. Die sollen ja erstmal 2 Tage silieren, ne? Ist ja so. So. Aber da kümmere ich mich gleich drum. Also, von Nebel kann ich auch nichts machen. Ne? So, wenn Nebel ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber muss ich mal so abnehmen, dass das so ist. Ne? Das höre ich zum ersten Mal. Nebel. Ich meine, das kann andere Gründe haben. Das Internet schlecht ist, ja gut, das habe ich ja ab und zu auch öfter mal hier gehabt. Zum Glück. Aktuell ist es nicht so häufig. Aber wenn das so ist, dann ist es schlecht. Vor allem diese Upload-Geschwindigkeit ist eine Katastrophe. Und dann kann ich, das kann mir äußerst sauer werden dabei, ne? Wenn das nicht ordentlich ist. Gerade am Samstag, wenn ich hochladen will, ist es ungünstig, ne? So ist ETA jedenfalls. Die Brüder fahren auch mal leer hier. Er denkt ja auch mal, ich habe mal Zeit, wenn ich gerade aufnehme, ist es schlecht. Da habe ich keine Zeit zum Schreiben. Aber es sind dann nur noch 9 Minuten. Ja, da macht er einen weiter, das ist kein Problem. Kann ich ja morgen auch noch bearbeiten, die Folgen, das ist ja kein Problem. Wichtig, dass ich morgen, also mein Kettel am Kopf hochlade, morgen früh, dass um 3 Uhr die Folge dann kommen kann, ne? Weil der Marsch wird schon schwierig, wenn das nicht fertig wäre. 12, ich meine, gut bearbeiten, das dauert nicht lange, das ist eine Sache von 8 Minuten vielleicht oder 10, maximal. Der Gruppemeister ist fertig. Den lassen wir mal stehen. Den werden wir jetzt mal nicht nutzen. Vielleicht noch 17, 18. Noch.
So sehen, wo ich die dann nachher die Felder lasse, also die nächstes Jahr den Hopfen aussehe, ne? Das ist ja auch noch offen, kann man sagen, ne? Das ist noch nicht geklärt, also das weiß ich aktuell noch nicht. Ich weiß nur, dass ich Hopfen brauche, viel Hopfen. Und für Feld 66 wird es das Geld nicht reichen, glaube ich nicht. Obwohl Bierproduktion läuft ganz gut, ne? Und Hopfen kommt ja jetzt nicht zusammen, dass wir im Winter was verkaufen können. Aber im Winter müssen wir einen Wald kaufen und wir brauchen Holz, ne? Für Paletten. Zuckerrüben geht voll, das ist schon mal gut. Und Wasser? Blocking. Das ist das Ziel und das ist das Ding. Puma ist unser Milchwagen. Ne? Da muss ich ja. Jetzt haben wir das Spiel. 15 Uhr, naja. Morgen. Tiere füttern, ne? Und Wasser geben. Wasser geben ist ja kein Problem. Das geht ja. Das lässt mir ja keine Ruhe. Nee, das muss ich ja überschreiben. Aber ich will nur die Folge fertig machen. Das ist auch nichts. Ich möchte schon in aller Ruhe durchziehen hier. So lange wird er sich gedulden müssen. Wir haben 40 Grad hier. Wahnsinn. Das muss ein sehr heißer Sommer gewesen sein. 40 Grad sind im Norden eigentlich selten normalerweise. Ja, wenn nur ein Tag ist oder so, aber das. Aber 40 Grad ist die. Ja, ich sage, ich schließe es mal nicht aus, aber im Großen und Ganzen, nee, 40 Grad ist eher unwahrscheinlich. Da muss im Geomotten was nicht ganz stimmen, also so 38, 35 Grad, 33 Grad, ja, das durchaus für einige Tage, ne? Also August zum Beispiel, ne? In der Mitte Sommer. Ja, das ist so die Rundstage, ne, wo es heiß ist. Aber im Norden ist meist nicht so extrem. Weil auch hier oder nee, das Meer ist, dann ist es nicht ganz so extrem. Der ist die ersten Ballenpresse auch fertig. Ja, das ist schon die zweite. Dann haben wir hier zwei Ballen, zwei Anhänger Ballen gesammelt. Das ist gut. 12. Ein paar Runden machen wir noch fahren. Schlechten Wetter. Die haben Kabel. Telefonkabel, was ich weiß. Und jetzt mit WLAN drin, das weiß ich auch. Aber das hat mit Nebel nichts zu tun. Oder hat der Nachbar Störung? Also, naja, gut. Nehmen wir mal so ab, ne? Ich kann da eh nichts machen. Das ist halt dann so. Ich habe jetzt auch keine 13 Minuten Aufnahme jetzt. Ja, das bisschen dauert das noch. Möchte der Feld 19 jetzt abschließen, dann nutzt ja auch nichts. Bisschen restlichen einsammeln, ne? So. Das ist so dicht dran, ne? Und sehr gut. Platzsparend gestapelt, ne? Und die brauchen hier zwei Tage zum Durchsilieren. Und da bin ich echt gespannt, wie sie die Entwicklung machen für LS. Nennen wir es mal 22, ne? Muss ja so nicht heißen, aber dass der Nachfolger von LS19. Der sollte ja jetzt gesehen in einem Jahr erscheinen. Ne? Also von der Macht der Gewohnheit her, sagt man so, ne?
könnte man sagen, im Herbst, so wie jetzt der DLC nochmal gekommen ist, könnte man durchaus sagen, okay, das wäre ganz in Ordnung, wenn jetzt die Zeit der neue LS kommen würde. Theoretisch. Ob so ist, weiß ich nicht. Hier müssen wir nochmal nachschwarten normalerweise. Manuell. Und manuell pressen. Bleibt so viel liegen, ne? Und da hinten noch Ballen. 1, 2, 3, 5. Ja, ein bisschen Gras liegt hier noch, aber wie gesagt, das ist in den Reihen, das ist die Arbeitsbreite. Benebel. Also Nebel schließe ich bei Karl nur aus. Das kann sein, dass die der Anbieter da an den Tag ein bisschen schwach ist, dass zu viel genutzt wird vielleicht. Das ist so Entwicklungsland Internet. Muss keiner erzählen, dass es heute schon im Jahre 2020 sind, ne? Hoffe mal, dass ich wenn ich in 14 Jahren zurückgehe, dass es dann schon mal besser ist, ne? So, dass wir gleich mal hier warten müssen, können wir gleich mal den einen entlassen. Dann den nächsten. Lassen. Sonst kann der andere nicht warten, beziehungsweise nicht abschließen. Ne? Wo ist er? Da hinten. Okay, ist er bei. Junge, da sind 8000er Ballen drin. So, da. Dann wäre er auch fast durch, ne? Fast. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Jetzt haben wir schon Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag. Tja, morgen geht es dann hier weiter. Hier der Marsch und ja, aktuell Ballenpressen. Vielleicht machen wir auch Heu. Mal sehen. Oder machen wir einen Sammelwagen. Mal schauen, das ist auch mal interessant. Ne? Und fahren sie in den Heutrockner zum Beispiel oder wir machen direkt Heu. Wir können ja auch das Feld Nummer warten lassen, dass es trocken wird. Ne? So, der ist fertig. Und entlassen. Und wir fahren den gleich mal Richtung 36. Und. Ne, kein Wegepunkt gefunden. Sowas kennen wir hier nicht. Ja, dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter mit, ja, wie gesagt, schon Grasmähen und Tiere füttern. Tschüss. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen.